ähnlich aus wie in Österreich. Die Sozialdemokraten stagnieren bei ihrem Ergebnis auf dem zweiten Platz und die christlich-demokratischen Parteien sind am ersten Platz, aber doch mit recht deutlichen Verlusten. Was heißt das jetzt alles in Europa und auch in Österreich? Das diskutiert jetzt Ingrid Thurnherr mit den Spitzenkandidaten aus Österreich bei dieser Wahl am runden Tisch. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Und ich darf gleich meine Gäste begrüßen. Bei mir sind Ottmar Karas, ÖVP. Guten Abend. Guten Abend. Eugen Freund, SPÖ. Guten Abend. Herzlich willkommen. Harald Wilimski von der FPÖ. Guten Abend. Ich begrüße Ulrika Lunacek von den Grünen. Schönen guten Abend. Und Angelika Mlina von den NEOS. Guten Abend. Nein, guten Abend und danke fürs Kommen. Ja, reden wir gleich über das, was wir jetzt über diesen ersten Trend fürs Europaparlament gehört haben. Herr Karas, die EVP muss deutlich federn lassen, 63 Mandate weniger. Sie bleibt an erster Stelle, aber sie hat deutlich nachgeben müssen. Was sagt Ihnen das? Das Wahlergebnis ist besser, als wir es erwartet haben. Wir haben auch europaweit gewonnen. Und das sagt mir, dass diese... Kann man nicht sagen, mit minus 63 Mandaten gewonnen. Ich weiß, gewonnen. Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt. Wir haben ja weniger Mandate als vorher. Es war eine Verschiebung, die wir erwartet haben. Und mit diesem Wahlergebnis ist Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident nominiert. Aber was mir noch viel wichtiger ist, das ist das, was wir in Österreich haben und in Europa. Wir haben bis zu 3/4 an Wählerinnen und Wähler, die einen klar proeuropäischen Kurs unterstützt haben. In Österreich und in der Europäischen Union. Und das stimmt mich positiv. Das Projekt Europa wurde angenommen. Ja, wir bedauern die Extreme links und rechts und den Protest und die Populisten. Aber sie machen nicht mehr als 20-25% aus. Das ist gefährlich, aber es gefährdet nicht das europäische Projekt. Und ich lade alle proeuropäischen Kräfte im Europaparlament wie hier ein, dass wir so wie bisher zusammenhalten und unsere unterschiedlichen Meinungen austragen, aber am proeuropäischen Kurs und an der Weiterentwicklung Europas keinen Zweifel lassen. Eugen Freund, zweierlei. Erstens, die Sozialdemokraten konnten auch nicht zulegen, haben wir gerade gesehen, weder in Österreich noch in Gesamteuropa. Und zweitens, wollen Sie das unwidersprochen stehen lassen, was Ottmar Karas gerade gesagt hat, nämlich, dass jetzt klar ist, dass Jean-Claude Juncker Kommissionspräsident wird? Also zum letzteren Punkt müssen wir sagen, wir haben von vornherein gesagt, dass das Europäische Parlament mit Mehrheit darüber entscheiden wird. Und wenn es diese Mehrheitsverhältnisse jetzt so gibt, wie wir sie dort sehen, ich meine, ganz sicher ist das ja noch immer nicht, wie die Wahl dann tatsächlich ausgehen wird. Aber wenn die EVP wirklich mit 211 gegen 173 Stimmen führende Kraft ist, dann wird sich an unserer Haltung nichts ändern, dass Jean-Claude Juncker Kommissionspräsident wird. Ja. Das Abschneiden der Sozialdemokraten in Europa. Ja, also wenn wir uns anschauen, ich meine, wir können da, glaube ich, nicht so mit einem Schema da drüber schauen. Ich glaube, wenn wir uns Deutschland anschauen, wo Martin Schulz kandidiert hat, dort hat er ein sehr gutes Ergebnis hereingefahren. Noch dazu, wo die CDU, CSU ja quasi, oder die CDU vor allem, mit einer Mogelpackung dort aufmarschiert ist. Dort ist hauptsächlich Angela Merkel plakatiert worden, die ja gar nicht für das Europaparlament kandidiert. Also, es ist aber nun einmal eine europäische Wahl und was zählt, ist das europäische Gesamtergebnis fürs Europaparlament natürlich. Und da konnten die Sozialdemokraten mit ihrem Kurs von einer Trendwende, von einem Wandel Wahlergebnisse, nicht punkten. Nein, aber viele Wahlergebnisse, das sehen wir ja in vielen Staaten, waren auch sehr innenpolitisch dominiert. Denken Sie nur zum Beispiel an Frankreich, das haben wir schon gesehen. Ja. Also das Ergebnis in Österreich können wir dann vielleicht später noch diskutieren. Ja. Ja. Herr Wilimski, wir sehen natürlich die Ergebnisse aus Frankreich. Wir wissen noch nicht, wie es in Großbritannien ist. Wir sehen die Ergebnisse, glaube ich, aus Dänemark. Dort sind rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien vorne. Jetzt stellt sich an diesem heutigen Abend die Frage, wird es sich ausgehen, auch eine Fraktion im Europaparlament zu bilden? Es gibt ja, glaube ich, aus der Slowakei keinen Erfolg der dortigen Partei, mit der man eigentlich gerechnet hat. Und es bedarf einer gewissen Mindestanzahl an Fraktionen, um eine Fraktion bilden zu können. Eine Mindestanzahl, und zwar 25 Abgeordnete aus 7 verschiedenen Ländern. Aus heutiger Sicht geht sich das aus? Schauen Sie, das Bild quer durch die europäische Landschaft ist ein sehr ambivalentes. Es gibt da und dort Erwartungen, die nicht erfüllt wurden. Andere Erwartungen, zum Beispiel Frankreich, eine unserer engsten Partnerparteien, auch die Marine Le Pen,
Linken ist da mit 24% oder 25% wirklich stärkste Partei und kann etwas bewegen. Warten wir ab darauf, was in Großbritannien passiert, warten wir ab, was in Skandinavien, ja, auch in Italien haben wir Partnerparteien. Ich werde am kommenden Dienstag nach Brüssel fliegen. Ich habe dort meine Verhandlungsrunden angesetzt und werde schauen, das, was versprochen wurde, auch entsprechend auf Schiene zu bringen. Und uns geht es in diesem ganzen EP ja nicht darum, um irgendwelche Postenbackeleien, wer jetzt da irgendwelche Präsidenten stellt oder wer nicht. Wir wollen ganz klar für unser Österreich Kompetenzen zurückholen und da unterscheiden wir uns ganz massiv von dieser rot-schwarzen Angebotsseite her, die auch beide deutlich heute hinter den Erwartungen geblieben sind. Das haben wir schon verstanden, aber es geht ja jetzt ganz prinzipiell darum, in welcher Formation und welcher Stärke sich diese Parteien im Europaparlament zusammentun können. Wir wissen von Marine Le Pen, dass sie einen ganz klaren Kurs fährt, am liebsten raus aus dem Euro, raus aus Europa. Werden Sie sich diesem Kurs von Marine Le Pen als sicher dominierender Kraft in einer solchen Fraktion, wenn es sie nun gibt, anschließen? Schauen Sie, da wird ja irrsinnig viel Manipulation betrieben. Wenn ich da höre, dass der Armin Wolf sagt, dass die Marine Le Pen, Herr Freund behauptet auch jenes, Europa in die Luft sprengen möchte. Es ist ja derart naiv ein tätiger Vorwurf. Also, Sie rechnen damit, was ist denn das damit, anderes, wenn man austreten möchte, den Euro verlassen möchte, als Sie eine rechnen der dominierenden damit, Nationen dass dieses Europa auseinanderreißen könnten. Soweit stimmt es und das teile ich auch von der Erwartungslage her. Und was ist Schlechtes daran, wenn eine vielleicht künftige französische Staatspräsidentin ihr Volk befragen möchte, ob die Franzosen weiterhin in der Europäischen Union verbleiben wollen oder nicht. Herr Wilimski, ich wollte nur fragen, ob Sie sich diesem Kurs anschließen wollen. Ich kann mich in vielen Punkten anschließen, ich kann mich nicht in allen anschließen. Wir sind aber auch nicht eine europäische Einheitspartei, so wie die Roten oder Schwarzen, sondern wir sind Parteien, die dafür kämpfen, in unsere Länder Kompetenzen zurückzuholen. Frau Lunacek, wir haben gerade gesehen, europaweit bringen es die Grünen auf ungefähr 58 Sitze. Enttäuscht Sie das ein bisschen, wenn man das gesamte europäische Ergebnis anschaut? Nein, das deutlich ist deutlich hinter den Liberalen zum Beispiel. Ja, aber das ist ungefähr die Stärke, die wir jetzt schon hatten. Und wenn man sich das Bild angesehen hat, sind wir eine von den wenigen, die möglicherweise sogar dazugewinnen. Also das ist ein Erfolg, wo auch wir in Österreich dazu beigetragen haben, also unsere Wählerinnen und Wähler, und über das ich mich sehr freue. Ja? Möglicherweise. Das sind, naja, ist aber sicher. Wenn Sie sich ansehen, es sind die ÖVP 63 verloren, die S&D auch 3, die Liberalen 5. Wir gewinnen anscheinend dazu. Und wir gewinnen aus Ländern dazu, wo wir bisher noch keine Abgeordneten hatten. Zum Beispiel aus Kroatien ist sogar die Chance, dass 2 kommen. Das freut mich sehr. Ja, wir gewinnen in Österreich dazu, in Schweden dazu. In Irland gibt es die Chance, dass wir wieder jemand aus Irland dabei haben. Das heißt, wir werden auch aus mehr Ländern jetzt Grüne im Europaparlament haben. Und das freut mich sehr. Und das heißt auch, dass wir mit den Themen, die wir thematisieren, Umweltfragen, Menschenrechtsfragen, auch Solidaritätsfragen, dass wir da auf der richtigen Linie sind. Und wir haben schon bisher bewiesen, dass wir als viertstärkste Fraktion durchaus einigen Einfluss im Europaparlament hatten und auch jetzt in Zukunft wieder haben werden. Ska Keller, die europaweite Spitzenkandidatin der Grünen, hat am Abend gemeint, eine Zustimmung zu Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident hänge davon ab, inwiefern er ein umweltfreundliches Programm präsentieren werde sozusagen. Ja, und sicher nicht nur das. Ja? Also Jean-Claude Juncker war jahrelang Premierminister einer der größten Steueroasen in dieser Europäischen Union. Wenn es hier nicht eine Wende gibt in Richtung auch einer Steuerpolitik, die Steueroasen tatsächlich schließen will, auf diesem Kontinent, ja? Wo Milliarden von Euro jedes Jahr verloren gehen für Daseinsvorsorge, ja? Für öffentliche Dienstleistungen, für Bildung und alles das, gibt es von uns da sicherlich keine Zustimmung. Aber ist das nicht komisch? Da hat man das Gefühl, man kann mitstimmen. Als, und das wurde ja auch den Menschen immer wieder vermittelt. Gehen Sie zur Wahl, dann können Sie auch darüber mitreden, wer Kommissionspräsident wird. Und dann ist es soweit, dann gibt es eine stärkste Fraktion. Und dann sagen die Grünen, naja, aber nicht mit uns. Frau Turner, es geht ja jetzt darum, dass der Rat ja das Nominierungsrecht hat. Natürlich. Wir haben ein nettes Parlament. Was wir uns im Parlament geholt haben, auch als europäische Parteien, war zu sagen, wir sagen als europäische Parteien, wer immer Erster wird bei der Wahl, muss vom Rat nominiert werden und kann versuchen, mit einem Programm eine Mehrheit im Europaparlament zu finden. Darum geht es. Ja? Jemand ohne Programm einfach nur, weil er erst wird, das ist zu wenig. Ja? Wir müssen schon auch sehen, was dieser, wenn es Juncker ist, dann auch bringt. Jetzt geht es darum, dass der Rat dem Ruf des Parlaments folgt, tatsächlich zu sagen, ja, wir wollen in dem Fall Herrn Juncker als Kommissionspräsident. Und dann muss er ein Programm zusammenstellen und muss mit den Parteien verhandeln. Das ist der Prozess und das finde ich ja auch gut so. Das heißt Parlamentarismus auch auf europäischer Ebene. Inwiefern macht Ihnen das, was Sie aus Frankreich, aus Dänemark hören, Sorge? Das macht mir sehr wohl Sorge.
Aber ich erinnere schon daran, dass was die Prognosen waren in den letzten Monaten, da sollten die Fraktionslosen, die von recht bis rechtsextrem, ja, noch viel mehr dazu gewinnen. Also insofern sage ich, ist, was Le Pen jetzt da, was 25%, 30%, also 45% abgehören sind, ist das für mich viel zu viel. Aber dass Geert Wilders verloren hat, also gegenüber den Prognosen, das freut mich sehr, dass die Freiheitlichen auch nicht einmal mitgespielt haben in der Frage, wer Erster wird in Österreich, so ist ebenso gut. Ergebnis reden gleich. Und insofern würde ich mir, jetzt schaue ich einmal, ob sie es wirklich schaffen, eine gemeinsame Fraktion zu bilden, denn sie hatten ja schon 2007 eine Fraktion, ein halbes Jahr lang. Dann haben sie sich so zerstritten, weil sie so nationalistisch waren. Das ist quasi meine paradoxe Hoffnung in diese Richtung, dass sie ein gemeinsames Programm brauchen. Und sie scheitern immer am gemeinsamen Programm. Populismus ist kein Programm. Wo man ja auch nur als Fraktion, wenn man gemeinsam auftritt, einen gewissen Einfluss hat. Also ich hoffe, dass hier die Zersplitterung der Rechten und Rechtsextremen weitergeht und sie einfach kaum einen Einfluss haben werden. Das ist recht amüsant, wie alle drei Angst und Sorge haben. Eine Fraktion gründet, die noch ein bisschen was von den Kompetenzen zurückhalten möchte. Ja, das werden sie nicht schaffen, weil sie mit, auch wenn sie 40 Leute in einer Fraktion haben, ja, wird sie das nicht ausgehen. Ja, werden sie, und diese Zersplitterung, die sie ja schon bewiesen haben im Europaparlament, sie hätten ja schon bisher in einer Fraktion nicht machen können. Kurz Frau Lina noch in die Diskussion hereinbringen und nach Ihrer Frage, nach Ihrer Position in diesen bis jetzt vorliegenden europäischen Ergebnissen fragen. Sie werden da als einzelne österreichische Abgeordnete in der liberalen Fraktion, glaube ich, das ist ziemlich unwidersprochen, sein. Diese liberale Fraktion wird 74 Abgeordnete haben. Ist das für Sie ein Erfolg? Oder? Naja, wir haben schon damit gerechnet, dass wir ein bisschen Feder lassen müssen aufgrund der erwarteten Ergebnisse in Deutschland und auch in Großbritannien. Aber die Verluste sind übersichtlich. Insofern ist das erfreulich. Und ich freue mich auch darüber, dass die proeuropäischen Kräfte grundsätzlich die stärkeren sind und dass nicht dieses schreckliche Szenario sich bewahrheitet hat, dass die antieuropäischen Kräfte so stark zulegen, dass wir auf einmal eine Mehrheit hätten im Europäischen Parlament, denn das wäre tatsächlich eine wirklich neue Situation, die vielleicht sogar unbeherrschbar werden könnte. Kommen wir zum österreichischen Wahlergebnis. Über das ist heute schon einiges gesprochen worden, aber ich glaube, es gibt schon noch ein paar Fragen, die wir da noch genauer diskutieren sollten. Herr Karas, Sie jubeln schon den ganzen Tag über Ihren Wahlsieg. Aber wenn Sie sich die Zahlen im Detail anschauen, werden Sie auch gesehen haben, dass Sie rund 80.000 Stimmen gegenüber dem letzten Mal verloren haben. Das sind fast 10% Ihrer Wählerinnen und Wähler. Und Sie haben als einzige Partei in Österreich ein Minus vor dem Resultat. Woran liegt das? Darf ich zuerst noch einen Punkt sagen, weil es, glaube ich, für die Debatte wichtig ist. Wir hatten heute auch in der Ukraine Wahl und das ist, glaube ich, sehr an der Zeit, dass der Präsident Putin dieses Wahlergebnis zur Stabilisierung der Ukraine anerkennt. Das ist, glaube ich, in aller unser Interesse, die Souveränität und die Stabilität der Ukraine zu stärken. Und das Wahlergebnis ist ein Beitrag dazu. Zu Ihrer Frage konkret an mich. Natürlich schmerzt das. Und kein Stimmenverlust ist angenehm. Aber ich bin als Dritter gestartet, als ich nominiert wurde. In den letzten Wahlen waren Sie vorne. Wir haben mehr Mitbewerber als 2009 und wir haben ein völlig neues politisches Umfeld, wenn ich nur die Staatskrise, die Finanzkrisen, die Arbeitslosigkeit in Europa sehe, sodass man, glaube ich, das Jahr 2009 mit dem Jahr 2014 nicht wirklich vergleichen kann. Natürlich muss man das kritisch beurteilen und sich anschauen, wo liegen die Ursachen dafür? Wir haben aber auf der einen Seite ein Monopol des Protestes gehabt bei der FPÖ, wo nicht einmal 50% der Hans-Peter-Martin-Stimmen übernommen werden konnten und das Nationalratswahlergebnis schlechter war. Und wir haben auf dem proeuropäischen Bereich eine zusätzliche Kraft gehabt,
Ateneos. Ich muss Ihnen sagen, ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, die Nummer 1 zu halten und diese Wahl so eindeutig zu gewinnen. Herr Freund, Ihnen ist es gelungen, wenn man das so sagen darf, den historischen Tiefststand der SPÖ bei einer bundesweiten Wahl knapp zu verteidigen. Vom erhofften Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1 ist überhaupt keine Rede. Waren Sie trotzdem der richtige Kandidat? Also die Ausgangsposition, liebe Frau Thurnherr, hat so ausgeschaut, und das zeige ich gerne noch einmal her, wenn ich noch den richtigen Zettel finde. Ja. Aber die Ausgangsposition war so, dass die SPÖ bei der EU-Wahl hinter der FPÖ auf Platz 3 liegt. Ja, das war im Dezember 2013. Ja, da ging es um ganz knappe Umstände. Egal, 20% haben wir hier gehabt, laut dieser Kuriermeldung. Und wenn wir uns anschauen, dass wir jetzt 24% haben, dann haben wir uns, glaube ich, ordentlich geschlagen. Es ist ein respektables Ergebnis. Ich muss auch dazu sagen, ich bin hier als totaler Politneuling in diesen Ring gestiegen und habe mich gegenüber gesehen, Personen, Damen und Herren, die seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten, dieses Geschäft schon betreiben. Und da finde ich, kann man auch recht zufrieden sein, wenn man dann ein Plus noch dazu vor dem Ergebnis findet. Ja, trotzdem waren Sie sicher der bekannteste Kopf in diesem Wahlkampf und konnten diesen Promi-Bonus dann doch vielleicht nicht so umsetzen, wie Sie wollten. Also ich glaube nicht, dass es um Bekanntheit allein gegangen ist. Wenn wir uns nur anschauen, wie ich auch am Ende des Wahlkampfes noch von Medien, aber auch von den politischen Gegnern angeschüttet wurde, mit total erfundenen Spionagevorwürfen zum Beispiel, ja, wo am Montag die große Schlagzeile drinnen war, Spionagevorwurf gegen Eugen Freund. Ja, und sich am Mittwoch herausgestellt hat, dass ich ausspioniert worden bin von Slowenien oder von Jugoslawien. Und weil das im slowenischen Staatsarchiv war, deswegen der Versprecher. Und in Wirklichkeit aber, also ich ausspioniert worden bin und ich natürlich nicht spioniert habe. Aber das fand sich dann vielleicht in einem kleinen Artikel, und ich weiß gar nicht, ob der ORF das überhaupt gemeldet hat, dann finde ich schon, dass ich da mit ziemlichem Gegenwind auch während der ganzen 4 Monate gekämpft habe. Mhm. Herr Wilimski, bei aller Freude, die Sie heute auch schon geäußert haben über die starken Zuwächse der FPÖ, die ja heute am stärksten von allen zulegen konnte, eigentlich wollten Sie ja doch, wenn es irgendwie ging, um Platz 1 mitrittern. Das ist sich bei weitem nicht ausgegangen. Haben Sie die Europaskepsis der Österreicher vielleicht überschätzt? Ich glaube, das grundsätzlich strukturell falsch an dem Tisch ist, dass man virtuelle Umfragen mit realen Ergebnissen vergleicht. Und ich habe das Umfragen, jetzt nicht getan, ich frage Sie. Es ist hier mehrfach auf dem Tisch schon gelegen, dass hier gegenüber Umfragen jetzt hier reale Ergebnisse nicht anschließen haben Sie können. Haben doch ständig argumentiert, dass Freund, Sie ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit uns halten wollen. Das ist völlig das falsch, genauso wie Sie andere Dinge falsch verstanden haben, Herr Freund. Aber wir haben das ist auch jetzt nicht Thema, sondern wir haben gesagt, wir wollen in Richtung 20% und diese 20% vielleicht überspringen. So, jetzt haben wir gekratzt an diesen 20%, haben 4 Mandate, haben uns verdoppelt. Ja. Sie haben 10% verloren, Sie haben ein Mandat verspielt. Der Herr Eugen Freund ist auf einem historischen Kellerniveau seitens seiner Partei und beide sollten Sie eigentlich da selbst therapieren und jetzt aber nicht den Kopf darüber zerbrechen, dass ist, Sie ist dann uns 20. Die wahrscheinlich an der sensationellsten Wahlerfolge heute auf diesem Kontinent einer sensationellsten Wahlerfolge heute feiern haben können. Und es ist auch ein völliger Unfug zu vergleichen, dass die Stimmen des Hans-Peter Martin ja jetzt für irgendjemand nutzbar gewesen wären. Wenn für Sie, Herr Freund, das ein Abspaltungsprodukt der Sozialdemokraten, ja, aber er war der natürlich ein deutlich europakritischer Politiker. Es war ein unglaublich Pro-Europäer, der heute da und dort sich Privilegienstücke herausgekriegt hat. Aber Herr Wilimski, das war doch gar nicht meine Frage. Das war doch gar nicht meine Frage. Ich wollte von Ihnen wissen, ob Sie die Europaskepsis in Österreich möglicherweise überschätzt haben. Na, ich glaube, das, was auch noch optimiert werden kann, ist, dass man mehr Menschen zur Wahl hinbringt und dass nicht alle, die jetzt dieses Mal waren, tatsächlich auch sich da ausreichend artikuliert haben. Schauen Sie in die Slowakei zum Beispiel, die haben eine Wahlbeteiligung von 13%. In Österreich ist es auch unter 50%. Viele Menschen sagen, lasst mich in Ruhe mit dieser Europäischen Union. Ist es dann ein Mobilisierungsproblem der Europakritiker? Vielleicht ist es, naja, es ist generell ein Mobilisierungsproblem der Europäischen Union, dass überwiegend Menschen sagen, sie wollen sich nicht in diesen Prozess einklinken. Und das für mich Schlimmste war halt dann eigentlich eine Warnung der Sonderklasse, dass die
Slowakei 13% Wahlbeteiligung hat. Das ist für mich ein moralisch kaum mehr zu rechtfertigendes Wahlergebnis. Und auch in Österreich sind wir heute deutlich unter 50%. Viele Menschen sind nicht hingegangen. Hätten wir dieselbe Wahlbeteiligung wie der Nationalrat gehabt, glaube ich, dass wir also diesen Platz 1 mehr als locker gemacht hätten. Aber viele aber sind halt nicht hingegangen. Nicht okay. Mehr wir alle okay. Haben Probleme gehabt. Das ist aber genauso virtuell dabei. Wie die Umfragen. Ja. Frau Lunacek. Das war die Frage, aber darauf abzielen. Ja. Frau Lunacek, die Grünen wollten ein Mandat mehr, haben ihr Wahlziel erreicht. Man hat den Eindruck gehabt, teilweise waren sie selbst ein bisschen überrascht davon, wie das heute ausgegangen ist. Und sie haben das erreicht mit Botschaften, die teilweise durchaus auch europakritisch waren oder sagen wir EU-kritisch waren. Muss man inzwischen auf Brüssel schimpfen, um Stimmen zu bekommen? Frau Thurnherr, es geht nicht darum, auf Brüssel zu schimpfen. Ja, das tun weder wir noch andere pro-europäische Parteien. Ja, manche Plakate es geht doch um, waren schon eindeutig. Aber wir sind ja auch nicht anti-österreichisch, wenn wir in Österreich die Bundesregierung kritisieren. Ja? Wir kritisieren Politik, die auf europäischer Ebene gemacht wird. Und das ist wohl auch sinnvoll und notwendig. Aber wir sind klar pro-europäisch, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Und ich freue mich wirklich sehr über diesen Erfolg heute. Die besondere Freude und Überraschung hat damit zu tun, dass es nicht nur gelungen ist, dieses dritte Mandat zu machen, sondern noch dazu sogar über 15% zu kommen, was wirklich historisch ein toller Erfolg ist. Und wir stehen dazu. Natürlich, dieses europäische Zuhause hat Dinge, die geändert werden müssen. Da stehen wir dazu. Umweltstandards, die unter Druck geraten. Soziale Gerechtigkeit, die nicht in dem Ausmaß da ist. Eine europäische Asyl Politik, die den Namen nicht verdient. Ja? Aber zum Beispiel darum geht es. Und das haben die Leute, Entschuldigung, wenn ich das aussprechen darf, anscheinend ist es so, dass tatsächlich viele Österreicherinnen und Österreicher gesagt haben, das finden sie gut. Wir sind unter den Jungen tatsächlich erste, unter den Jungen, unter 29, haben die Freiheitlichen abgelegt, vor allem bei den Frauen. Ja? Bei der Nationalratswahl waren wir noch gleich auf. Jetzt haben wir hier, tatsächlich sind wir Erste geworden. Das ist was, was mich sehr freut. Das ist zukunftsweisend. Frau Mlyna, dass die Neos unter den Erwartungen geblieben sind, das haben Sie und auch Herr Strolz heute schon eingestehen müssen. Woran lag es Ihrer Meinung nach? Waren es die Patzer im Wahlkampf oder ist es so, dass man heutzutage mit reiner EU-Euphorie einfach nicht mehr punkten kann? Naja, nicht zu punkten ist jetzt nicht so ganz richtig. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Wahlergebnis. Wir sind zufrieden, aber wir sind nicht glücklich, weil wir natürlich ein sehr ambitioniertes Wahlziel uns selbst gegeben haben mit 10%. Das bedeutet eine Verdoppelung der Prozente von der Nationalratswahl. Und das ist uns nicht ganz gelungen. Das muss man eingestehen. Wir haben das zweite Mandat nicht geschafft. Aber wir haben auch einen sehr bunzierten Wahlkampf geführt. Und wir hatten den Mut, uns hinzustellen und zu sagen, wir stehen für die Vereinigten Staaten von Europa. Das ist eine sehr provokante Aussage, die niemand sonst getätigt hat. Aber ich bin wirklich froh, dass eben die proeuropäischen Kräfte zugelegt haben. Respekt vor allem den Grünen und auch der ÖVP. Also das ist schon eine gute Leistung. Gut, aber dass Sie Ihr Wahlziel nicht erreicht haben, das haben Sie ja selbst schon eingestanden. Das sollte eben zweistellig sein. Zwei Mandate war das Ziel. Und die Frage war ja, woran lag es? Lag es an Ihnen oder lag es am Kurs, den man sich insgesamt für diesen Wahlkampf gewählt hat? Als Spitzenkandidatin übernehme ich natürlich die Verantwortung, keine Frage. Aber die Analyse werden wir erst bewerkstelligen und das kann ich jetzt so nicht beantworten. Eine Sache sollten wir noch klären, weil das gerade, Herr Wilimski, die Freiheitlichen so gerade ganz massiv in den letzten Tagen und Wochen plakatiert haben und auch immer wieder aufgerufen haben, dazu eine Denkzettelwahl für Rot und Schwarz da abzuhalten. Jetzt haben möglicherweise die Menschen in Österreich besser verstanden, als sie das gedacht haben, dass es sich hier um eine europäische Wahl handelt und nicht um eine österreichisch innenpolitische. Haben Sie da wiederum die Österreicher unterschätzt? Nein, überhaupt nicht. Aber wenn wir 50% zulegen von der letzten Wahl zu diesmal stattgefundenen Wahl, kann man ja durchaus von einem fulminanten Erfolg sprechen, ja, der auch Denkzettelkomponenten hat. Und einer unserer zentralen Wahlaussagen war ja immer, dass diese österreichische Politik und die Vermurksungen innerhalb der österreichischen rot-schwarzen Politik ursächlich sehr zusammenhängen mit all den Problemen, die wir auf europäischer Ebene sehen. Und insofern war es aus unserer Sicht konzipiert, kommuniziert, ein Wahlkampf, der auf beiden Ebenen gelaufen ist, eine Kritik an Rot-Schwarz im Land, aber auch das, was sich fortsetzt auf europäischer Ebene. Aber wenn Sie einen Denkzettel verteilen wollen, dann nehme ich an, erwarten Sie sich größere Verluste für die beiden Parteien als 2,6% für die ÖVP und praktisch nichts bei der SPÖ.
Wir haben wundervoll gewonnen. Ich kann mich da als anderes okay. beschweren. Sie wiederholen das. Okay. Hätte mich gefreut, wenn beide noch mehr verloren hätten. Ja, wir haben das stimmt. Klar. Sie haben ein paar tausend Stimmen verloren, hat die SPÖ. Das schaut in den Prozenten dann immer plus 0,1, aber es sind ein paar tausend Stimmen weniger. Jetzt einmal das ja. verloren ist Ergebnis ab. Herr Karas, letzte Frage an Sie. Rechnen Sie jetzt eigentlich mit einer Nominierung zum EU-Kommissar? Immer betont, dass die Europaparlamentswahl den Kommissionspräsidenten ja. nominiert und nicht den Kommissar. Und das ist heute ein Tag für das Europaparlament und nicht für die Kommission. Und was mich besonders freut, ist, dass die beiden Kandidaten, Lunacek und ich, die schon im Europaparlament waren und daher auch auf das verweisen konnten, welche Rolle wir dort spielen als Gestalter der Europäischen Union, dass wir beide unsere Wahlziele erreichen konnten. Also Sie meinen, Erfahrung hat sich dann doch am Ende gelohnt? Sachlichkeit, parteiübergreifende Arbeit und Respekt voreinander hat sich gelohnt. Wir werden über dieses Ergebnis von heute sowohl europäisch als auch österreichisch noch in einer Runde von Chefredakteuren diskutieren, etwas später. Aber zunächst zurück mit weiteren interessanten Ergebnissen zu Armin Wolf und Ihnen herzlichen Dank fürs Diskutieren heute Abend. Armin.